Hallo und herzlich willkommen bei Novamea. Im 9. Teil des Let's Plays 1111 Memories Retold werden wir hoffentlich erfahren, ob Harry noch lebt und ob Kurts vergeblicher Rettungsversuch, diesen zu schützen, Konsequenzen mit sich brachte. Durchgangslager für Gefangene, Deutschland, 29. März 1918. Birdman, wake up! Come with me. We don't got much time. You transfer out tomorrow, right? Well, this is your last chance to get your camera back. Come on. Harry lebt. Das ist eine gute Nachricht. Ist allerdings Kriegsgefangener. I don't want to get transferred to the country. I've heard stories. I had a dream last night. So damn hungry. A prisoner of war. A phrase I'd never have understood, back home in Canada. But there I was, 4 months into a stretch, at the pleasure of the German army. I was to be transferred, out to the country. I'll never forget that last day. They'd taken my notebook, my camera. This was my last chance to get them back. Die Taube ist wieder da, sehr schön. So, was hast du für mich? So. On cleaning duty this morning, I went through all their cupboards. I got your camera, your notebook, and anything else with your name on. I stashed it all together. It's ready to go. Listen, I'm on a break, but they got me cleaning the guard block again. You know what that means? Today's the day, Birdman. Shift starts again soon, and there's only one guard right now. Come on. Oh, sorry. Come on, Harry. Ich weiß jetzt nicht, ob das mutig oder verrückt ist. Überall Waffen. Come on, Harry. Napping da. Okay, Birdman, time to do your thing. Wait until I'm inside. You distract the Fritz and I'll get your stuff. I'll meet you out back. I've already stashed your things. I just need a distraction, like we discussed, right? Ein Ablenkungsmanöver, okay. Komm rein, Julia. Vielleicht kann uns hier Hansi helfen. Oh. Ja. Blöde Gefangene. Jemand sollte sie alle erschießen. Alle. Sehr gut. Julian hat's geschafft, die Bücher und die Kamera zu holen. Here's your stuff. Go hide it in your bunk before anyone sees. I had to hide them. A stack of letters. Months worth. The guards have been holding all of our mail. Now you'd think, that many letters from Julia, I'd have torn them open. But if I got caught, I'd never get out. I had to hide them. It was torture. Da müssen wir uns jetzt dran vorbeischleichen. Die Wachen dürfen uns nicht erwischen. Ansonsten würde es ziemlich böse für uns ausgehen. Schnell. Uff.
I'd also forgotten that Kurt had given me his address, back in Vimy. He lived on a farm, and I was due to be transferred out to the country. It gave me an idea, and I knew just the man who could help. Yes. Dear Katrin, 4 months of asking and still they do not grant my leave. All that is left is my duty now. I wake some mornings forgetting why I came here in the first place. The only thing that keeps me going, the only light I see are these letters home to you and our darling daughter. The weather here has turned a lot colder. I ride surrounded by snow. Please tell Lucy. Papa weiß noch nicht, wann er wieder nach Hause kommt. Der Krieg ist furchtbar und Deutschland braucht jetzt all unsere Kraft. Leider auch die von deinem Papa. Hab Geduld, mein Schatz. Ich gebe weiterhin mein Bestes, aber es kann noch etwas dauern, bis ich wieder da bin. Kirche ist ausgegraut. Papa ist bald zu Hause, mein Schatz. Ich habe hart gearbeitet, ihre Maschinen repariert und mich um all ihre Ausrüstung gekümmert. Meine Vorgesetzten wissen, dass es dir nicht gut geht. Sie sind vernünftig und erlauben mir bestimmt bald, dass ich zu dir auf den Hof zurückkomme. Da bin ich mir ganz sicher. Die Option nehmen wir. Ich habe nichts mehr über den jungen Kanadier gehört, von dem ich dir erzählt hatte. Sie haben ihn gefangen genommen und ich gehe davon aus, dass er noch lebt. Ich frage mich immer noch, ob es richtig war, dass ich mich in Peskendale eingemischt habe. Die anderen waren darüber nicht sehr erfreut, aber ich hatte Angst, sie würden auf ihn schießen. Ich habe immer noch nichts von deinem Bruder gehört, aber ich bin sicher, es geht ihm gut. Er scheint mir immer einen Schritt voraus, genau wie schon bei uns zu Hause. Ich suche so lange nach ihm, bis ich ihn finde. Er ist ein Waldner und sehr stark, genau wie du, Luzi. Nehmen wir jetzt Harry oder Max? Max hatten wir das letzte Mal, ne? Dann nehmen wir jetzt Harry. Medikamente. Ich habe gehört, dass der Doktor Schwierigkeiten hat, deine Medikamente zu bekommen. Mach dir darüber keine Sorgen. Das bedeutet einfach nur, dass es irgendwo jemanden gibt, der sie gerade viel dringender braucht als du. Bald bist du an der Reihe. Ich werde meine Vorgesetzten bitten, dass sie mich nach Hause lassen. Sie sind streng, aber sie haben ein gutes Herz. Sie wollen einfach nur das Beste für Deutschland. So wie wir alle. Die Katze, von der ich dir erzählt habe, ist immer noch bei mir. Sie folgt mir überall hin. So, als wäre ich ihr Herrchen. Ich bringe sie auf jeden Fall mit nach Hause. Dann hast du eine neue Freundin. Vielleicht könntest du ihr einen Namen geben. Denk dir doch schon mal einen aus. So I had Kurt's address and was to be transferred to the country the next day. If anyone knew how to change a movement order, it would be my friend Julian. Okay, got it. Change the address on your movement orders? Impossible. You're crazy. You can try, but it's your funeral, Birdman. Follow me. Das ist jetzt schon ein bisschen verrückt. Right in the cabinet at the back. But that's the officer's quarters. You're not getting in there without a damn good distraction. Soccer. I hadn't played since I was at school. I hated sports. I was never any good at them. But for my plan, I didn't need to be. Also hier kommen wir auf keinen Fall rein. Ach, der Ball ist auf dem Dach. Hansi, hol den Ball mal runter. Sehr gut. You wanna play? Come on. Na gut.
Aber ich kann es nicht, nur zur Info. Okay, wait until I'm ready and then shoot. Okay. One lucky kick was all I needed, and I got it. That ball was my way in. Ja, das war Absicht. Genau da wollte ich hin. Schnell verstecken. Oh, da ist eine Sammelkarte, gut. Schnell hoch. Ich muss durch dieses Zimmer durch. Jeden Tag immer das Gleiche. Ja, verstecken. Das war knapp. Verfluchter Krieg. Na, lauf. Geschafft. I was on the train before I had the chance to finally read Julia's letters. I was so distracted. I didn't even care if I was going to Kurt's farm or not. My heart was pounding. Dear Harry, thank you for all the wonderful photos you send to me. I received no reply from my last letter. Please write back. My dearest Harry, I will not believe harm has come to you. I cannot bear the thought of a world without you in it. I love you, Julia. And for the first time, those letters carried the scent of her sweet, sweet perfume. I had to get home. It had been nearly a year since I had seen my home, since I had seen my family. I could not sleep. At home, I dreamt of war. At war, I dreamt of home. Das war der 9. Teil aus unserem Let's Play 1111 Memories Retold. Ob Harrys riskanter Versuch, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, gelungen ist und ob Kurt während dem Fronturlaub seiner Familie helfen kann, das sehen wir im nächsten Teil bei Nova Mehr.